Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Ich wollte eigentlich gar keine Episode machen heute, keine Clash of Clans Folge, aber ich habe jetzt eine neue Möglichkeit gefunden, wie ich aufnehme. Wenn ihr das näher wissen wollt, könnt ihr mal gerne in den Kommentaren oder so fragen, dann werde ich da vielleicht mal drauf eingehen. Und deswegen, schreibt mir mal gerne euer Feedback dazu in die Kommentare. Ich versuche es jetzt mal mit einer etwas höheren Auflösung, was eigentlich, ich weiß nicht genau, ob das Praxis... Ja, ob das so praktikabel ist, das dann jeden Tag zu machen, aber für diese Folge habe ich mir gedacht, probieren wir das einfach mal aus. Und deswegen sieht es jetzt so aus, wie es aussieht. Ich hoffe mal, man erkennt überhaupt einen Unterschied, weil das Problem ist ja folgendes. Viele von euch gucken das wahrscheinlich auf dem Handy, auf dem Tablet, vielleicht auch am PC, aber wer hat denn bitte schon irgendwie einen 4K-Bildschirm oder so? Oder die meisten gucken halt eh auf dem Full-HD-Bildschirm. Von daher, was bringt es dann, wenn 99% auf dem Full-HD-Bildschirm gucken, es höher zu skalieren als Full-HD? Ne, jetzt ist jetzt aktuell 2560 mal 1440. Das ist jetzt gerade die Auflösung, in der das Spiel jetzt hier läuft. Und ich werde das dann natürlich auch in dieser Auflösung rendern. Ganz klar, und dann wollen wir sehen, ob ihr da einen Unterschied seht, ob ich da einen Unterschied sehe. Ich werde natürlich noch Farbkorrektur drüber laufen lassen und so weiter. Das, was ich ja sowieso immer tue. Und dann wollen wir mal sehen, ob da was Gescheites bei rauskommt. Also, ganz kurz mal so. Also, das ist ja etwas Neues heute mal. Etwas Neues. Ich bin immer noch im Dream Team Kids Clan. Wir haben den Clankrieg leider verloren. Wir gucken da ganz gleich auch noch drauf. Sind auch gar nicht mehr viele da. Nur noch 9 Leute. Ah, okay, das meiste sind einfach nur Blacks Zweitaccounts. Eriks zweiter Account. Ja, ich bin der Einzige im Endeffekt, der noch jetzt von den normalen Leuten da ist, weil ich ja, wie gesagt, den Clankrieg noch gerne ganz kurz noch zeigen wollte, beziehungsweise noch ganz kurz drauf eingehen wollte. Ich hatte echt nicht vor, ein Video zu machen, weil ich eigentlich keine Zeit hatte. Aber dann habe ich mir überlegt, du testest das jetzt mal. Ich bin so ein Fuckelfritz. wenn man das so nennen darf, ne? Ich bin so ein kleiner Fuckelfritz. Und dann denke ich mir so, ach komm, das testest du jetzt auch mal aus. Dann machst du eine Folge. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Mami, dann machen wir eine Folge. Die Musketiere, ein Deutscher. Aber ich will die Zeit jetzt nicht verquatschen hier mit einer sinnlosen Gegnersuche. Also, wir machen einen kurzen Cut. Testen jetzt gleich mal noch unsere Drachen aus und dann bis gleich. Ja, also irgendwie so richtig Glück habe ich jetzt hier nicht gehabt bei der Gegnersuche. Ich hab kaum jemanden gefunden, aber den hier nehme ich mit. So. Luftabwehr ist sehr, sehr mittig, zumindest 2 davon. Ich müsste mir aber eigentlich hinbekommen. Ich setze mal 2 Drachen nach außen. Die sollen jetzt dafür sorgen, dass wir so einen kleinen Tunnel bauen. Und der Tunnel soll dann dafür sorgen, dass meine Sachen aus der... Au, ich habe Drachen in der Clanburg. Au, habe ich ganz vergessen. Aber okay, das könnte trotzdem funktionieren. So, alles drauf. Oh ja, so ein verwundbarer Drache. Ja, sehr schön. Schön die suchende Luftmine noch nicht abbekommen. Sehr gut. So, jetzt wird das gleich kaputt gehen, das Fahrzeug. Und danach kann ich schön noch einmal freezeln. Einmal kaputt. Oh, ich habe 4. Ich habe noch 4 Wutzauber. Ich habe noch 4 Wutzauber. Und der Drache hat gerade... Ja, er hat den Inferno-Turm gekriegt. Der Drache hat den Inferno-Turm gekriegt. Wie gut war das denn? Er hat den Inferno-Turm bekommen. Wir haben das Rathaus. Wir haben jetzt gleich die nächste Luftabwehr. König tankt noch. Oh, komm, hol dir den anderen Inferno-Turm noch. Ja, lol. Ich habe noch 12 Drachen übrig und habe einfach noch so viel, was ich machen kann. Und deswegen, wir haben den Luxus und setzen die Drachen einfach mal auf 2 Seiten. Da sind wir ganz schlau gerade und setzen die Drachen einfach mal auf 2 Seiten. Lol, die Königin hat sich noch das Lager auch noch geschnappt. Oder? Ah, nicht ganz. Alles klar. Alles klar. Boah, ich bin so gespannt, wie die Folge hinterher aussieht. Also, ich muss sagen, mit dem Aufnahme, also mit dem System, sagen wir es mal, nennen wir es mal System, mit dem ich gerade aufnehme, ist jetzt so die Pixeldichte nicht so geil, aber ich muss mal gucken. Also dadurch, dass ich die Auflösung schon auf 2560 mal 1440 drehen kann, das muss ich sagen, das gefällt mir schon mal ganz gut. Und wenn das praktikabel ist, das war, glaube ich, das Wort, was mir am Anfang gefehlt hat, praktikabel, dann ja, könnte das eine Alternative sein für mich. Hui, oh, stimmt, hier kann ich ja, hier zoome ich ja anders rein und raus. Nam, 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 so. Und die Folge wird heute auf jeden Fall ein bisschen kürzer werden, weil ich das ja noch schneiden muss und ich eigentlich nur ganz spontan mal aufgenommen habe. Und, ich möchte das jetzt nicht bewerten. Ich habe es ja neu installiert gerade, deswegen nicht wundern. Wir haben schon wieder ein paar Drachen. Aber wir gucken aber ganz schnell eben auf den Clankrieg. Oh, auf jeden Fall vielen Dank nochmal an die Organisatoren. Ey, 100 von 100 Angriffen, das ist schon mal richtig cool. Aber der Gegner war einfach zu stark. Der Gegner war einfach zu stark, muss man sagen. Hier sind auch mal alle, die mitgemacht haben. Ich habe bestimmt 3 Sterne kassiert. Nein, ich habe nicht 3 Sterne kassiert. Oh, ja, Lolli25 hat mich angegriffen, alles klar.
ja, hier sind nochmal alle Teilnehmer. Es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Das werden wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ich weiß noch nicht genau, wann wir das machen werden. Aber ansonsten würde ich sagen, war das jetzt heute schon mal das Ende von dieser kleinen Episode. Ich gehe nämlich jetzt wieder zurück in meinen Stammclan, weil ich noch ein bisschen bei den Clanspielen mitmachen möchte. Und dann sehen wir uns, ja, wahrscheinlich morgen wieder. Ich danke ganz herzlich fürs Zugucken. Denkt daran, schreibt mal eure Meinung zur Qualität in die Kommentare. Macht es gut. Guckt auch mal in die Videobeschreibung, abonniert den Kanal und dann bis morgen. Tschüss. Share.